Ich lebe ein Leben als Selbstversorger, Autorin und Videocreator auf einem alten Hof in Norwegen. Ich liebe mein Leben. Das hier wird kein Video, in dem ich jammere und mich beschwere, weil ich krank bin. Ganz im Gegenteil, ich hoffe damit, anderen mit ähnlichen Problemen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu finden. Ja, ich muss Zäune flicken und ich habe hier eine riesige Rolle. Schwer ist die, viel zu schwer, um sie da den Berg hochzutragen, das schaffe ich nicht. Ich habe so ungefähr ausgemessen, weil das geht da oben nämlich auch nicht richtig ausmessen, ja, wie viel ich brauche. Es ist sehr steil da und ich werde das einfach so ungefähr machen und mal gucken, wenn ich das jetzt mit nach oben nehme, einmal 20 Meter, einmal 13 Meter. Und dann hoffe ich, also reichen tut das. Ich hoffe, dass es nicht viel zu viel ist und dass ich die Reste dann noch für irgendwas anderes gebrauchen kann. Hallo ihr Lieben und willkommen bei Autark Woman, einfaches Leben. Frrr, kalt heute, minus 9 Grad. Letztes Mal hatte ich ja schon ein Video gemacht, das ein wenig anders war. Die Tipps für billiger einkaufen, günstiger einkaufen. Der Grund, das passt nicht ganz in meinen Kanal, das ist mir bewusst. Der Grund dafür war, ich hatte einen Fibromyalgie-Schub und konnte daher nicht so viel machen, hatte also nicht so viel zu filmen und meine Alternativen stehen dann zwischen keinen Film rausbringen oder mir etwas ausdenken, was etwa hineinpasst. Mein Problem danach war, dass dann Odin anfing abzuhauen. Also der hat spitz gekriegt, dass er irgendwo da durch den Zaun kommt und ich finde einfach nicht wo. Also ich muss da wohl irgendwann mal eine Kamera aufstellen. Eine Stelle habe ich gefunden, dicht gemacht und ich musste halt hinter den Hund herlaufen und das halbe Tal hat immer angerufen, dein Hund ist hier und es ist Stress und für mich reicht das, dass ich dann erstmal den Fibromyalgie-Schub hatte und dass ich mich danach nicht richtig ausruhen konnte, hat gereicht, mich an einen neuen ME-CSF-Schub zu schicken. Was das alles genau ist, könnt ihr auf meiner, wenn ihr das nicht kennt, auf meiner Homepage nachlesen, autarkwoman.com. Hier möchte ich jetzt einfach darüber sprechen, was ich für mich selber tue, was ich tue, damit es mir besser geht. Und zwar geht es darum, wie man trotzdem ein glückliches Leben führen kann, auch wenn man chronisch krank ist. Also ich habe neben Fibromyalgie und ME/CSF noch ein paar andere Diagnosen, unter anderem entgiftet mein Körper nicht zeitnah auf Enzymebene. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles nachlesen auf meiner Homepage, wenn euch das interessiert. Hier geht es jetzt darum, was kann man für sich selber tun? Wie kann man sich um sich selber kümmern? Ich werde hier nicht meine komplette Krankengeschichte erzählen, denn meistens wird einem sowas als Jammern und Mitleid heischend ausgelegt, obwohl es sich um Fakten handelt. Wer mehr wissen möchte, kann dies auf meiner Homepage nachlesen. Es war ein langer Weg, bis ich mir endlich selbst helfen konnte. Über 10 Jahre lang habe ich lediglich durchgehalten, war so gut wie bettlägerig und habe mich komplett abgeschottet, um irgendwie zu überleben. Bis die Ärzte dann endlich erkannten, dass ich keine psychischen Probleme hatte, was ich immer wieder betont hatte, sondern dass ich tatsächlich körperlich krank war. Eine Diagnose nach der anderen trudelte ein, was mir so nach und nach die Möglichkeit bot, meine zahlreichen Probleme zu kontrollieren. Jetzt habe ich hier meine etwas leichteren Rollen stehen. Außerdem habe ich hier noch Hühnerdraht, denn an manchen Stellen kann der Hund unten durch. Und das will ich natürlich auch nicht. Ich will ja, dass er drin bleibt. So, jetzt werde ich einfach alles bereitlegen und dann kann das, wenn ich dann morgen Lust habe und es nicht zu doll regnet, losgehen. Musik.
Ich krempelte mein Leben komplett um, denn ich habe und werde immer alles mehr Mögliche tun, damit es mir so gut wie möglich geht. Das betrifft alle meine Lebensbereiche. Nahrung, Bewegung, Wohnort, Arbeit, soziale Kontakte und auch Hobbys. Denn ich bin folgender Auffassung. Wenn man weiß, was man tun muss oder weglassen muss, damit es einem besser geht und man das nicht konsequent tut, dann geht es einem nicht schlecht genug. Jammern oder sich beschweren darf man dann auch nicht. Denn niemand anders als nur du selbst bist für dich selbst verantwortlich. Nur du selbst kannst mit konsequenter Handlung deine Gesundheit beeinflussen, niemand sonst. Und das gilt für alle Lebensbereiche, nicht nur für die Gesundheit. Niemand anders als du selbst ist für dich zuständig. Es ist ungerecht, dass du krank bist und andere nicht? Ja, das ist so. Das Leben ist aber nicht fair. Gewöhne dich daran und mach das Beste aus deiner Situation. In meinem Fall bedeutete es, alles, was mich ausmachte, aufzugeben und komplett neu anzufangen. Essensgewohnheiten, Arbeit, Wohnort, soziale Kontakte, Sport, Hobbys und alle unnötigen Reize eliminieren. Ich halte mich an die Histamin-Diät, ohne Ausnahme. Keine Zusatzstoffe, egal welcher Art. Alles frisch zubereitet, niemals Essen aufwärmen. Nur biologisch, alles giftfrei. Und nur histaminarme Lebensmittel. Zusätzlich lasse ich alles weg, wogegen ich allergisch bin und was ich aus anderen Gründen nicht vertrage. Meine Liste an Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch, was ich vertrage, ist sehr kurz. Sie umfasst weniger als 20 Lebensmittel. Was natürlich die Variation beim Kochen extrem einschränkt. Aber es hilft mir, dass es mir besser geht. Also halte ich mich daran. Die richtige Nahrung spielt bei meinen Problemen eine extrem große Rolle. Daher baue ich alles selbst an, um zu wissen, was ich esse. Denn es muss giftfrei sein, biologisch. Und biologisch ist teuer. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Standort. Da mein Körper auf Enzymebene nicht zeitnah entgiftet, muss die Umgebung ebenfalls giftfrei sein. Keine Industrie, keine Abgase von Autos, keine sonstigen flüchtigen Stoffe, auch keine Parfüms oder ätherischen Öle. Die ersten Punkte bedeuteten Umzug. Wir haben lange nach einem perfekten Ort für mich gesucht und ihn schließlich in Norwegen an der Westküste gefunden. Wer unter ähnlichen Problemen leidet wie ich, muss sich bewegen, wenn man sich besser fühlen will. Das bedeutet dann alles zurücklassen und von vorne anfangen. Mit allem, was dazugehört. Soziale Kontakte, Haus, Hof, bei uns auch Sprache und Kultur. Von nichts kommt nichts. Und es hat sich gelohnt. Es geht mir hier in Norwegen an der Westküste sehr viel besser. Die frische, saubere Luft und die Ruhe, denn ich bin extrem lärmempfindlich. Alles hier ist Balsam für meinen Körper und für meine Seele. Und die Arbeit als Selbstversorger auf dem neuen Hof bringt ganz automatisch die nötige Bewegung. Denn bewegen muss ich mich, sonst verspannen sich meine Muskeln. Fibromyalgie, Schmerzen. Was wiederum Stress ist und einen neuen ME-CSF-Schub auslöst. Eine Teufelsspirale. Also bewegen, jeden Tag. Aber Achtung, nicht zu viel, niemals Muskelkater bekommen. Niemals über die Grenzen gehen, denn auch das löst wieder Schübe aus. Genauso wie alle anderen unnötigen Reize, visuelle sowie auditive. Nicht nur Lärm und schnelle Bilder, alles, Radio, Fernseher, Autos. Nie unnötig den Computer anhaben. Alle Geräuschquellen gegen Alternativen austauschen. Zum Beispiel keine tickenden Uhren. Mein Leben ist ein Balancegang, jeden Tag. Denn jeder Reiz, noch so klein, ist Stress für meinen Körper.
Wie ich schon sagte, vertrage ich auch keine Duftstoffe und das bedeutet keine sozialen Kontakte zu Menschen, die Duftstoffe verwenden. Duftstoffe in Seife, Waschpulver, Spüli, Cremes und so weiter. Draußen auf Abstand jemanden treffen geht, doch drinnen eben nicht. Auch keine Raumsprays, keine Klodüfte, irgendwelche riechenden Putzmittel, egal welcher Art. Ihr merkt schon, im Grunde kann ich nirgends rein, weder zu Freunden, in Läden, noch zu irgendwelchen Arbeitsplätzen. Denn niemand hat es für mich komplett giftfrei, außer bei mir zu Hause. Das ist auch einer von vielen Gründen, weshalb ich von zu Hause aus arbeite. Und da komme ich zum Punkt Arbeit. Auch da musste ich mich verändern. Ich liebte meine Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Ich musste aber komplett umdenken. Eine vollständige Veränderung, anders ging es nicht. Heute arbeite ich in meinem Rahmen, in meinem Takt, so gut ich eben kann, von zu Hause aus. Ich mache diese YouTube-Videos für euch und ich bin Autorin und Künstlerin. Auf meiner Homepage autarkwoman.com oder marita-sydohamann.com findet ihr alles von mir. Wer meine Videos werbefrei sehen möchte, kann dies auf Patreon tun. Dort veröffentliche ich auch andere Dinge, die nur meine Patrons auf Patreon zu sehen bekommen. Vielleicht werde ich dort auch einmal meine komplette Geschichte erzählen. Und was ist mit Hobbys? Meinen damaligen Hengst Lucky hatte ich gerade eingeritten, als ich krank wurde. Er durfte dann bei mir faul auf der Weide alt werden. Ich habe auch gemalt in Öl und Acryl, was ich aufgrund der Ausdünstungen aufgeben musste. Und ich bin liebend gern tanzen gegangen. Seit etwa 2005 war ich nicht mehr tanzen oder andersweitig sozial unterwegs. Zu anstrengend, zu viel Reize, zu giftig. Und ich brauche Schlaf, viel Schlaf. Also bin ich spätestens um 9 Uhr im Bett, meistens früher. Heute male ich mit Aquarell und Naturfarben. Und ich bin noch am Experimentieren, um dort meins zu finden. Und ich habe mir selbst das Harfespielen beigebracht und schreibe sogar meine eigenen Stücke. 2 Alben könnt ihr erwerben, auf Bandcamp unter meinem Künstlernamen Marit Rolfstatter. Meine Musik in meinen Videos sind meine Harfenstücke und natürlich auch ein paar andere Volksmusikstücke. Ich schreibe auch Bücher und stelle Schmuck her. Und ich baue und bastle am Haus und im Garten. Langsam, sehr langsam. Und so lebe ich also mein Leben, gefangen auf einem Hof in Norwegen und doch so viel freier im Herzen als früher. Ich mache alles in meinem Takt. Ich höre auf meinen Körper und ruhe mich aus, bevor ich erschöpft bin. Ich arbeite langsam. Ich arbeite viel, aber langsam. Ich werfe alles sofort hin und mache ein anderes Mal weiter, wenn ich merke, dass ich an meine Grenzen stoße. So, hier ist Schluss. Bis hier kommt man. Bis hierher ist geräumt. Da ist die Schranke. Und das hier ist tatsächlich die Stelle, wo ich normalerweise auch filme. Da unten ist irgendwo völlig eingeschneit, der kleine Parkplatz. Und da unten haben wir den Wasserfall, der jetzt mehr oder weniger vor sich hin plätschert. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Es ist mega tiefer Schnee. Aber da
ist eine Strecke, wo Leute lang gegangen sind. Mal gucken. Das ist zwar tief, aber man sackt nicht ein. Das ist darunter gefroren. Muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Langsam leben, bewusst leben. Und trotzdem schaffe ich viel mehr, als man denkt, in meinem langsamen, einfachen Leben als Selbstversorger. Ich koche 3-mal am Tag frisches, giftfreies Essen. Ich sorge für genug Bewegung durch Arbeit auf dem Hof und Hundespaziergänge. Ich wähle meine sozialen Kontakte mit Sorgfalt, meide konsequent, was mir nicht gut tut und versuche jeden Tag wirklich zu leben. Und mich über schlechte Tage nicht zu ärgern, sondern sie als Möglichkeit zu sehen. Als Möglichkeit für innere Ruhe und Entspannung. Als Möglichkeit für meine Kunst. Die Arbeit läuft schon nicht weg, das ist sicher. Also kann ich auch die schlechten Tage einfach in Ruhe abwarten und lesen, mich gemütlich einfach ins Bett kuscheln oder auf das Sofa und lesen. Ich liebe lesen. Denn sich ärgern und halb verzweifeln und sich selbst bemitleiden, das bringt mich nicht schneller wieder auf die Beine, ganz im Gegenteil. In der Ruhe liegt die Kraft. Ein Spruch, den ich voll und ganz verinnerlicht habe und aus eigener Erfahrung sagen kann, es stimmt. Das ist mein Weg. Du musst deinen finden. Aber auf jeden Fall gilt, wer Veränderung will, muss sich bewegen, wenn nötig auch, was den Wohnort angeht. Eine Hilfe ist dir vielleicht auch mein Buch Gesund Leben querbeet. Es ist eine Anleitung, wo man anfangen kann, wenn man ein gesundes Leben führen möchte. Band 2 ist in Arbeit, das wird aber noch dauern. 1 bis 2 Jahre, kein Stress für mich, das ist wichtig. Irgendwann wird es fertig sein. Ich lasse mich nicht drängeln, egal worum es geht. Wenn du nichts von meinen zukünftigen Veröffentlichungen verpassen möchtest, dann kannst du auf meiner Homepage meinen Newsletter abonnieren. Alles, was ich tue, kann dauern. Schnell funktioniert bei mir nicht. In keiner Lebenslage, ob Essen, Bewegung, Arbeit, soziale Kontakte oder mehr, ich lasse mich nie wieder drängeln. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute auf eurem Weg ins Glück.